So, ich zeige euch, was jetzt die 32-Bit-Installation der Titelanzeige ist. Ganz leicht. Runterladen erstmal. Dann alles extrahieren. Auch ganz wichtig hier, Benutzerkontensteuerung aus. So. Wichtig ist nur, Rechtsklick hier drauf. Bearbeiten und dann den Pfad anpassen. Bei mir ist das, wenn man hier Rechtsklick Datenpfad öffnen macht und mir umlesen kann. Zwei Programme und passt schon mit dem Pfad überein. Sollte es nicht passen, kopiert ihr euch einfach hier oben den Pfad, Rechtsklick hier, fügt ihn hier ein. Ganz wichtig ist Doppelslash dahinter. Was nicht geändert werden darf, ist das hier. Das muss unbedingt so bleiben. Und dann einmal abspeichern. Schließen, doppelklicken. Ja, wurde erfolgreich eingetragen, ist ganz wichtig. Und kopieren wir uns die beiden Dateien. Oder mit. Markieren, Rechtsklick, kopieren. Machen wir mal. Haben wir ja gerade schon gemacht hier. Gehen in das Verzeichnis HTML Web. Einfügen. Rechtsklick einfügen. Dann starten wir unsere SEM. Ja. So. Dann gehen wir unter Config und HTML Output. Wer die nicht braucht, löscht die raus. Ich brauche die nicht raus. Klicken auf das Pluszeichen. Input File. Dann gehen wir auf den Desktop. Beziehungsweise dahin, wo unser SEM ist. Das ist bei mir Computer. C. Programme. Da, da. Und dann ins HTML Web. Hier wählen wir zuerst die Flatcast aus, zwei unten. Und bei Output File wählen wir die Textdatei aus, darum zu machen wir unten einen Datentyp unter Text. Da ist er. Dann klicken wir auf Speichern, machen den Haken hier raus. Okay, ganz wichtig der hier. Klicken wir auf OK, machen wir ein paar Musiklieder rein. So. Gehen ins Flatcast. So. So, gehen wir dann das Verzeichnis hier. Noch einmal doppelklicken. Ausführen. Rechtsklick öffnen mit. Ja, Rechtsklick öffnen mit Eingabeaufforderung. So, und schon haben wir, wenn ich das Lied ändere. Da. So. Wenn noch weitere Fragen sind, Fragen